Chat, es geht in 2 Minuten los mit dem Schachunterricht. Also holt schon mal eure Hefte raus. Heute, wie gesagt, eine Sonderfolge, deshalb für diejenigen, für die der Stafford Gambit jetzt nicht so relevant ist, also ich hoffe die meisten, ich würde euch nicht durch die Klausur durchfallen lassen, wenn ihr jetzt Stafford Fragen falsch hättet. Aber weil wir eher strombergmäßig mit der Zeit gehen müssen, denn wenn nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen, müssen wir uns leider damit beschäftigen. Triple Evil sagt, gibt es eine Toilettenpause? Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Lieber jetzt nochmal schnell gehen. Hast nur 1 Minute. Okay, Chat. Ich hoffe, ihr habt die Hefte da. Wir holen uns schon mal ein mentales Schachbrett raus. Jetzt nochmal durcharbeiten, durchatmen. Dr. Schaar sagt, gibt es noch 5 Widerlegungen oder mehr und du hast die giftigsten rausgesucht? Ne, es gibt mit Sicherheit mehr. Ich habe auch nicht so genau gezählt, aber auf 5 kommen wir easy. Also, es ist 22 Uhr, unsere kleine Schachschule, Folge 6. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Stafford Gambit. Das ist immer noch im Rahmen unserer Lehren. Zu Bauer nach E4, chess24.de, vielen Dank für den Raid. Wie war hier Champions Chess Tour? Hattet ihr Spaß? Also, wir unterrichten hier Schach, unsere kleine Schachschule. Das ist Folge 6. Wir versuchen die Schacheröffnung zu lernen. So auf fortgeschrittene Anfängerniveau. Ich weiß den richtigen Term nicht. So auf Streamer-Turnierniveau, so Zugzwangniveau. Just Chessing, weil mir da natürlich einige Sachen in der Eröffnung aufgefallen sind, immer wieder auffallen. Und diese Probleme versuche ich mit dieser Serie zu lösen. Wir haben bisher behandelt das Vier-Springer-Spiel, Italienisch, Spanisch, Schottisch und Russisch Teil 1. Unter Russisch verstehen wir ja die Stellung nach Bauer nach E4, Bauer nach E5, Weiß spielt den besten Zug, Sprenger nach F3, greift diesen Bauern an. Schwarz verteidigt ihn nicht, sondern geht zum Gegenangriff über mit Springer nach F6. Das ist die russische Verteidigung auf Englisch Petrov. Und alles, auch was jetzt kommt, kann man noch unter Russisch subsumieren. Auch wenn sich Herr Petrov wahrscheinlich im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, was da als seine Verteidigung bezeichnet wird. Also, Springer F6. Wir haben letztes Mal besprochen, dass die beiden kritischen Züge Springer schlägt E5 und Bauer nach D4 sind. Bauer nach D4, vielleicht ein bisschen mehr Überraschungseffekt und verhindert natürlich auch alles, was wir in dieser Folge erleben werden, nämlich das sogenannte Stafford Gambit nach Springer schlägt E5. Hier haben wir letzte Folge schon gelernt, der beste Schwarzzug ist Bauer nach D6. Greift den Springer an, der würde sich zurückziehen. Schwarz schlägt den Bauern und ein komplizierter Kampf steht bevor nach Springer nach C3 oder Bauer nach D4. Aber nun gibt es seit ein paar Jahren hauptsächlich im Online-Schach den Trend, nicht Bauer nach D6 zu spielen, sondern in dieser Situation Springer nach C6 zu spielen. Ich weiß nicht genau, wer die Pioniere dieses Zuges sind. Ich glaube, der Nationalmeister Eric Rosen hat ein paar sehr erfolgreiche YouTube-Videos zu, auf die wahrscheinlich viele Leute stoßen, die auf der Suche sind nach überraschenden Schacheröffnungen, womit man vielleicht schnell den Gegner in Anführungszeichen unter Druck setzen, überraschen kann. Der populäre deutsche Twitch-Streamer Kugelbuch ist, glaube ich, ein Freund des Stafford Gambits und soll diese Öffnung relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, wo sie objektiv meiner Meinung nach nicht so viel verdient. Ihr seht hier schon am Balken, bisher haben wir meistens den Balken eher so in der Mitte gesehen bei den Öffnungen, wie wir waren. Hier hat Weiß schon recht deutlichen Vorteil. Und die Frage ist dann natürlich, ob der Überraschungseffekt und die Initiative, die Schwarz hofft zu generieren, dass die objektiven Probleme kompensiert dieses Zuges. Aber bevor wir uns zu philosophischen Diskussionen hinreißen lassen, überlegen wir erstmal, was möchte Schwarz mit Springer nach C6? Schwarz hat ja einen Bauern weniger. Er verzichtet darauf,
diesen zurückzugewinnen mit Bau nach d6 und Springer schlägt e4. Spielt stattdessen diesen Springer raus und bietet dem Weißen an, diesen Springer abzutauschen. Weiß muss sich jetzt überlegen, wie er reagiert. Der Springer ist ja angegriffen, also wir können nicht nichts tun. Es gibt eigentlich drei vernünftige Möglichkeiten. Die erste wäre, diesen Springer zu schlagen. Das ist der naheliegendste Zug, auch der beste Zug. Die zweite wäre, diesen Bauern vorzuziehen, um den Springer zu verteidigen. Der zweitbeste Zug, auch deutlicher Vorteil für Weiß und hätte vielleicht auch den Vorteil, dass er Stafford-Spieler aus, ja, ich glaube nicht, dass sie im Buch sind, aus ihrem YouTube-Video bringen würden. Dritte Möglichkeit ist nicht so gut, dass man vielleicht manche aus Gewohnheit mit dem Springer sich zurückzuziehen, weil man es nach Bauer nach D6 machen würde. Aber hier nach Springer C6 wäre Springer nach F3 kein so guter Zug. Dann sollte Schwarz diesen Bauern zurückschlagen und hätte seine oder ihre Probleme relativ komplett schon gelöst. Weil Springer nach C6 nützlicher ist als Bauer nach D6 für diese Varianten. Hauptsächlich, weil der Bauer in einem Zug nach D5 gehen kann. Also, unser Anliegen ist hier ja heute eher die Gegenseite einzunehmen. Es wird ja schon viel propagiert, das Stafford Gambit. Mein Ziel ist eher, weil ich finde, wir müssen einerseits die Leute rüsten natürlich gegen diese gefährliche Waffe. Und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass vielleicht zu populär wird, das Stafford Gambit, wenn ab und zu reingefallen wird auf die Tricks, die es beinhaltet. Und dass das eventuell die schachliche Weiterentwicklung hier vom Janistan-Chat aufhalten könnte. Denn wenn man jede Partie auf diese zwei Tricks spielt, zu Lasten einer sehr schlechten Stellung, dann lernt man ja nichts über, keine Ahnung, Bauernstrukturen. Bauernstruktur haben wir ja schon nicht mehr, weil der Bauer weg ist. Und Strategie und so weiter und so fort. Deshalb hoffe ich, dass wir vielleicht den einen oder anderen davon abbringen können. Auch wenn wahrscheinlich der Effekt das Gegenteil sein wird, dass wir neue Stafford-Freunde schaffen. Wie dem auch sei, normalerweise würde ich es in dieser Serie nicht behandeln, weil es halt keine seriöse Eröffnung ist, aber weil es sehr populär ist und gerade auch in so Streamer-Kreisen, Turnieren viel gespielt wird, müssen wir uns natürlich angucken, was wir machen können. Fangen wir also an mit dem wohl naheliegendsten Zug. Der Springer bietet sich zum Tausch an. Wir können diesen Tausch wahrnehmen und dabei Schwarz auch zwingen, seine Bauern zu verdoppeln. Da Schwarz schon Bauern geopfert hat, ist es hier für ihn klar, die Priorität ist, Linien zu öffnen, Diagonalen für die Läufer, sich schnell zu entwickeln. Wie schlägt Schwarz also zurück? Ronny Berger, grüße dich. Heute große Stafford-Sondersendung. Du bist nicht zu spät, wir fangen gerade an. Schwarz schlägt hier mit dem D-Bauern. Beide Züge sind ungefähr gleichwertig, weil Schwarz ja schon sehr schlecht steht. Wäre es jetzt nicht viel schlechter, mit dem B-Bauern zu spielen, aber die schwarze Idee ist eindeutig mit dem D-Bauern zu schlagen, um halt möglichst viel Linien und Diagonalen für seine Figuren zu öffnen. Und damit eventuell einen Angriff auf die noch nicht so entwickelte weiße Stellung unternehmen zu können. Aber wenn wir uns einmal durchzählen, dann ist der weiße Entwicklungsrückstand jetzt auch nicht groß. Schwarz hat den einen Springer draußen, Weiß hat dafür aber diesen Bauern in der Mitte, Weiß hat das Zentrum, weil Schwarz den Bauern ja verloren hat und dieser Bauer aus dem Zentrum rausgeschlagen hat. Schwarz muss also versuchen, möglichst schnell irgendwie die Figuren rauszukriegen. Und normalerweise wird er mit Geschichten wie Läufer nach C5 und in irgendeiner Form Springer nach G4 versuchen, den Bauern auf F2 zu attackieren. Weiß muss sich ein bisschen überlegen, wie er jetzt darauf reagieren soll. Kurzfristig ist der Bauer auf E4 angegriffen. Und was würde ich machen? Chess24 GM, vielen Dank für den Raid. Ich weiß nicht, ob ihr alle Deutsch sprecht. Chess24 GM, thanks for the Raid. I'm not sure all you guys are fluent in the beautiful language that is German. But if you aren't, you can still stick around and learn from our highly exciting show today, where we're covering the infamous Stafford Gambit. This show, I shall try to give 5 refutations, 5 options to deal with the Stafford Gambit. So
Welcome, aber wir wechseln wieder zu Deutsch. Also, Sprech schlägt zu 6, D schlägt zu 6, Bau ist angegriffen. Was würdet ihr machen? Ich lese Springer nach C3, Bau nach E5, beides absolut legitime Züge. Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Bau nach D3. Denke, dass Bau nach D3 auf jeden Fall so nach dem, was ich gesehen habe, vielleicht sogar der populärste Zug ist, weil das, glaube ich, die instinktive Reaktion von vielen ist. Erstmal den Bauern zu verteidigen. Wir haben 3, höre ich noch einen. Bau nach F3 wird auch erwähnt. Ja, wieder widerspricht unserer Regel, nie einen F-Bauern zu ziehen. Aber weil wir hier ja schon Bauern mehr haben, das Zentrum besetzt haben und so weiter und so fort, ist in der Tat auch Bau nach F3 in dieser Situation ein guter Zug. Tatsächlich ist es so, dass Weiß nach all den genannten Bau nach D3, Springer nach C3, Bau nach E5 und Bau nach F3 deutlich im Vorteil ist. Und das heißt, ihr müsst euch aus weißer Sicht jetzt nicht zwingend jede dieser Varianten merken, sondern einfach eine davon aussuchen. Wir fangen vielleicht, weil sie charakterlich ein bisschen anders ist als die anderen, mit Bauer nach E5 an. Also alle anderen Züge haben ja irgendwie die Absicht, den Bauern zu verteidigen hier in der Mitte, die Struktur so zu lassen und zu konsolidieren. Bauer nach E5 geht gleich zum Gegenangriff über auf diesen Springer. Bauer nach E5 objektiv, glaube ich, nicht der stärkste Zug. Hat aber den Vorteil, dass, wie gesagt, ich meine, die meisten Stafford-Spieler, glaube ich, eher auf ihren Trick nach D3 eingestellt sind. Und dass sie auch nach Bauer nach E5, wenn sie denn damit rechnen, vermutlich auf einen Trick spielen werden. Und wenn wir diesen Trick kennen, dann können wir hier sehr schnell eine sehr, sehr überlegene Stellung kriegen. Also, der Springer ist angegriffen. Was sollte Schwarz tun? Oder was tut Schwarz? So rum können wir auch fragen. Springer E4. Ich glaube in der Tat, dass das der Zug ist, den die meisten spielen würden, weil es der trickreichere Zug ist. Der bessere Zug wäre Springer nach D5 zu spielen hier. Dazu kommen wir gleich. Aber wir fangen erstmal an mit Springer nach E4. Der Springer, ja, steht ein bisschen alleine auf weiter Flur. Guckt diesen Bauern auf F2 an und könnte eventuell unterstützt werden mit Läufer nach C5 oder auch mit Dame nach H4. Und hier ist eigentlich schon die kritische Situation. Das ist ein bisschen das Problem bei diesen Öffnungen, wo die Tricks halt sehr, sehr früh sind. Wenn Weiß die erste Hürde nimmt, dann steht er häufig schon sehr überlegen als. Und ja, man baut sehr, sehr auf diesen einen Moment. Und das machen, glaube ich, auch viele, die diese Variante spielen. Also, hier müssen wir uns entscheiden, was wir tun sollen nach Springer nach E4. Was fallen euch für Züge ein? Bau nach D3 und Bau nach D4 werden genannt. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gecovert in diesen Shows. Das eine ist die Widerlegung, das andere die schwarze Hoffnung. Also erst, was wir nicht machen sollten, ich betone nochmal, nicht, wäre Bauer nach D3 diesen Springer anzugreifen. Ihr seht, der Balken bricht ein und das ist, worauf die Schwarzspieler spekulieren. Das werden ein paar von euch wissen. Ich zeig's. Einfach den Trick hier. Bau nach D3. Ihr könnt auch noch kurz überlegen, wenn ihr wollt. Wie gewinnt Schwarz nach Bau nach D3? Bisschen überraschend, dass Schwarz hier schon gewinnt. Aber so ist es nun mal. Läufer nach C5 ist korrekt. Das ist der Trick. Der Springer, der angegriffen wird, muss ihn nicht zurückziehen. Und nach Läufer nach C5 rächt es sich auf einmal für Weiß, dass er ja hier ein bisschen anfällig ist auf
F2. Der Trick, also der Bauer ist angegriffen, weiß kann er nicht vernünftig verteidigen. Läufer dazwischen ziehen würde auch nicht so viel bringen. Hier würde geschlagen werden, schlägt. Dame würde Schach geben. Und wieder das alte F-Bauern-Problem. Häufig keine gute Idee. Bauer nach G3. Springer schlägt. Kann man nicht machen. Und D schlägt E4, was man natürlich gerne machen würde. Scheitert an einer kleinen Kombination. Nämlich Läufer schlägt F2. Schach greift den König an. Der König würde gerne Kontakt zur Dame wahren, dadurch, dass der schwarze D-Bauer verschwunden ist. Gucken sich die Damen jetzt ja hier gegenseitig an. Sprich, nach König schlägt F2, Dame schlägt D1. Wir haben so eine ähnliche Situation mal gesehen. Ich glaube, im ersten Video im Vier-Springer-Spiel mit vertauschten Farben, wo aber hier kein Bauer stand und da ging noch Läufer nach B5 Schach. Hier leistet der Bauer auf C6 nun gute Dienste, sodass Schwarz hier einfach gewinnen würde mit Dame mehr. Und nach König E2 gewinnt Schwarz ebenso. Also das hier, das ist der Grund, warum Stafford-Spieler in der Hoffnung, exakt diese Partie, jede 20. Partie einmal zu kreieren, immer wieder zurückkehren zu ihren Waffen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier aufpassen müssen in dieser Situation nach Springer E4. Das Gute ist, jetzt wo wir das wissen, wird der richtige Zug nicht so schwer sein. Und danach steht Weiß bereits sehr, sehr überlegen. Bauer nach D4. Verhindert, dass dieser Läufer nach C5 kommt. Und kreist den Springer auch so ein bisschen ein. Der Springer fühlt sich jetzt auf einmal recht alleine in der Mitte des Brettes. Und es ist nicht so leicht, dem Springer Unterstützung zu schicken. Also, objektiv ist die schwarze Situation hier schon ziemlich hoffnungslos. Seht ihr am Balken. Aber natürlich gibt es noch, es gibt nur einen Trick, den wir wissen müssen. Nämlich, wenn Schwarz hier Dame nach H4 spielt. Schachmatt droht. Na, erstmal eine Frage von Falk. Kann er nicht trotzdem Läufer nach C5 spielen? Ja, interessante Idee. Die Idee ist, wenn geschlagen wird, dann käme diese Gabel. Aber was kann man stattdessen machen? Also nebenlösig. Was können wir zum Beispiel tun? Bauer nach C3, genau. Läufer nach E3 genauso gut. Wir stabilisieren jetzt einfach das Zentrum. Der Läufer hat zwar nach C5 geschafft, aber reißt da nichts, weil die weißen Bauern ihn ausblocken. Und wenn er jetzt wegginge, okay, hier haben wir schon diverse Möglichkeiten, zum Beispiel Läufer nach D3. Und ja, Weiß steht auf Gewinn. Der Trick, auf den wir gefasst sein müssen, ist statt Läufer nach C5, Dame nach H4. Wie parieren wir diesen Angriff auf den Bauern? Und wichtiger, wie parieren wir ihn nicht? Ich lese G3 und ich lese nicht mit G3. Also G3 ist eins von beiden. G3 ist der Fehler. Davor kann ich nur warnen, wie Karl Lauterbach. Denn hier gibt es Trick 2 für Schwarz. Springer schlägt G3. Räumt dieses Feld für die Dame. F schlägt G3. Dame E4 Schach. Mit Doppelangriff. Das wollen wir nicht. H schlägt G3. Dame würde Turm schlagen. Macht es auch nicht besser. Deshalb müssen wir was anderes machen. Und ich lese schon viele richtige Lösungen. Aber grundsätzlich, das sind die beiden Tricks, die ihr hier auf dem Zettel haben müsst. Eine richtige Lösung ist zum Beispiel hier Dame nach F3 zu spielen. Pariert diesen Angriff. Und was können wir dann im nächsten Zug machen, wenn wir Leguanisch unterwegs sind? Vorbei, ist eine komische Frage.
Hier hat Schwarz, hat Weiß so viele Möglichkeiten. Worauf ich hinaus wollte, ist, wir können hier sogar den Damentausch anbieten. Mit Dame nach F4. Und der schwarze Sturm im Wasserglas ist vorbei. Weiß gewinnt jetzt einfach, hat einen Bauern mehr, das Zentrum. Dieser Springer wird ganz schön zu kämpfen haben, überhaupt zurückzukehren. Weiß zieht die Figuren raus und Trops gelutscht. Chat sagt, andere Züge hier sind auch alle nicht falsch. Läufer D3, whatever. Aber Dame nach F4 klärt die Situation halt sehr, sehr schnell. Weil die Dame, die ja auch den Kontakt zu dem Springer halten muss, sehr mehr viel tun kann. Wir wiederholen nochmal den bisherigen kritischen Teil. Bauer nach E5. Springer nach E4, der spekulative Zug. Wir spielen auf keinen Fall Bauer nach D3. Sondern wir spielen, so kann man sich's merken, nach Bauer nach E5, egal wo der Springer hingeht, immer Bauer nach D4. Das ist immer unser nächster Zug. Stimmt das? Ja, das war außer. Es kommt käme Läufer nach G4, dann stellen wir den Läufer dazwischen. Springer E4, Bauer nach D4. Jetzt kann Schwarz hier noch irgendwie andere Züge versuchen. Aber normalerweise würde Schwarz hier Dame H4 spielen. Wenn er irgendwie langsamer spielt, auf einer E7, können wir auch langsam spielen. Es ist relativ nebenlösig. Zum Beispiel Bauer nach C3. Rochade, Läufer nach D3. Bauer nach C3, um den hier in der Mitte noch zu verteidigen. Und ja, gut. Weiß gewinnt halt. Also wir haben das Zentrum, deutlich bessere Stellung. Das ist nicht zu halten. Gefragt, gibt es Großmeister, die unironisch Stafford spielen? Nee, nicht wirklich. Duhoff hat es einmal gemacht, weil Duhoff natürlich auch leichte Trollinstinkte hat gegen. Und da hat er mal auch noch gewonnen. Gegen Hou Yifan. Das ist das eine Beispiel auf hohem Niveau, was ich mal gesehen habe. Aber sonst ist das keine Öffnung für Großmeister-Niveau. So, Springer nach E4, Bauer nach D4. Und dann Ruhe bewahren, Bauer nach C3, Läufer nach D3, kurze Rochade, Weiß gewinnt. Wie gesagt, Dame nach H4, Dame nach F3 raus, verteidigt diesen Bauern. Das ist der zweite Trick hier, nicht diesen Doppelangriff zuzulassen. Der objektiv bessere Zug ist Springer nach D5. Hauptsächlich, weil der Springer sich nicht sofort in die Gefahr begibt. Und von da aus entkommen kann. Aber hier gibt es keine Tricks. Hier spielen wir einfach in Anführungszeichen Bauer nach D4 und haben halt einen Bauern mehr Zentrumskontrolle, überlegene Stellung. Hier gibt es, glaube ich, nicht viel, was ihr wissen müsst. Der weiße Plan ist jetzt Läufer nach E2, kurze Rochade und dann mal gucken. Also selbst nach Bauer nach C5 kann man Läufer nach E2 spielen. C schlägt D, hier mit der Dame schlagen. Ja, weiß halt ein Bauern mehr bei guter Stellung. Limul fragt, kann man Läufer E3 statt Dame F3 spielen? Kann man, aber Dame F3 ist stärker. Strutzi fragt, ob es Unterschiede gibt, wenn Springer G4 gespielt werden. Spielen wir auch D4. Ist wahrscheinlich noch schlechter, weil der Springer ja hier wenig Einflusssphäre hat. Dame nach H4. Jetzt würde auch Bauer nach G3 funktionieren, weil dieses Schlagen nicht geht. Aber auch hier würde nichts dagegen sprechen, vermute ich stark. Oh ne. Das müssen wir noch behandeln. Dame nach F3 wäre hier nicht gut. Das ist in der Tat ein Unterschied. Danke für den Hinweis. Hier, ich weiß nicht, was wir als Trick sehen können, aber hier spricht schlägt H2 mit der Idee Springer F3 Schach. Das dürfen wir nicht machen. Also es gibt einen Unterschied. Hier müssen wir Bauer nach G3 spielen. Und nicht Dame nach F3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Springer nach G4 spielt, weil es halt den einen vernünftigen Trick nicht hergibt, dieses Springer E4, D4, Dame H4, G3, Springer schlägt. Aber trotzdem, wichtiger Hinweis. Dankeschön. Also, nach Springer G4 spielen wir auch D4. Jetzt auf Dame nach H4. Können wir Bauer nach G3 spielen. Wir könnten auch Dame nach E2 spielen, aber nicht Dame nach F3. Eieiei. So, wir waren bei Springer nach D5. Da gibt es, ja, ich glaube, echt nicht viel zu erzählen. Spiel Bauer nach D4, Bauer mehr. Überlegene Stellung. Bauer nach E5 ist, glaube ich, was Stafford-Spieler nicht so mögen, weil sie nicht so ihr typisches Läufer nach C5
und dann hoffen, dass Weiß zu früh kurz rochiert und sie hier ihren Angriff machen mit H5, Schneider G4. Kommen wir gleich zu spielen können. Und ist objektiv auch gut. Es gibt halt ein paar Tricks, die wir jetzt hoffentlich kennengelernt haben. Der eine war mir auch neu hier mit Schneider G4, D4, Dame H4. Wonach wir G3 spielen. Aber wenn Weiß nicht drauf reinfällt, gegen alles Bauer nach D4 spielt, behält Weiß nach Bauer nach E5 sehr, sehr deutlichen Vorteil. Ah, ich lese Springer nach G4 populär zu. Alles klar, ich nehme alles zurück. Bauer nach D4 verteidigt unseren Bauern in der Mitte. Und dann, je nachdem, was Schwarz zieht, wenn Schwarz etwas Normales zieht, Lauf nach E7, könnte man zum Beispiel Bauer nach H3 spielen. Oder auch den Läufer rausziehen. Nach Dame H4, wenn hier Schachmatt droht, müssen wir es parieren. In diesem Fall mit Bauer nach G3, wie beim Schäfermatt. So viel zu Bauer nach E5. Das ist Möglichkeit 1. Sehr direkt führt zu ein bisschen anderem Spiel als die anderen Züge. Da muss man am Anfang zwei Tricks parieren. Aber wenn wir uns merken, wir spielen hier alles Bauer nach E5 und Bauer nach D4. Und wir überlegen kurz, wenn hier Schachmatt droht, auf F2, dann sind wir, glaube ich, gut dabei. Kommen wir nun zu dem, ich würde denken, populärsten Zug. Oder vielleicht täusche ich mich, ihr kennt euch besser aus mit, was hier häufig gespielt wird. So, nach dem, was ich gesehen habe, Bauer nach D3, ein sehr, sehr beliebter Zug in dieser Situation, der auch logisch ist. Wir verteidigen einfach den Bauern, wir haben ja einen Bauern mehr. Und wir sagen, wir wollen keinen Streit. Wir legen unseren Springer noch nicht fest auf das Feld C3. Was mir eigentlich ästhetisch ganz gut gefällt, also zu Springer C3 kommen wir gleich, ist auch ein sehr guter Zug. Aber Bauer nach D3 behält die Option offen, Bauer nach C3 zu spielen und dann vielleicht das Zentrum im Bauern zu besetzen. Also ein Thema, das wir auch aus richtigen Eröffnungen können. Wie Spanisch, Italienisch und so weiter. Bauer nach C3 zu stellen, ist häufig eine vernünftige Option. Schwarz spielt hier in aller Regel Läufer nach C5, vermute ich, was ja auch logisch ist. Nimmt den Bauern auf F2 in Augenschein. Normalerweise wollen, glaube ich, die Schwarzspieler nicht unbedingt kurz rochieren hier, sondern sie wollen eher schnell was mit Springer G4 machen oder mit Bauer nach H5 und dann Springer nach G4 in der Hoffnung, dass er irgendwie geschlagen wird. Vielleicht eines fernen Tages lang rochieren. Mal Läufer nach C5 guckt halt unseren schwächsten Punkt hier an auf F2. Und Weiß muss sich überlegen, wie er darauf reagiert. Hier gibt es bestimmt einige YouTube-Videos. Ich weiß nicht genau, was die empfehlen, aber vielleicht könnt ihr mir das sagen. Erstmal, was sollten wir tun? Wir sollten diese Drohung parieren. Wie machen wir das? Läufer nach E2 ist korrekt. Kontrolliert dieses Feld so halbwegs. Und ich glaube, das Wichtige zu diesen Stellungen allgemein ist, mit Weiß, wir wollen nicht zu schnell rochieren. Unsere Priorität ist eigentlich so gut wie immer, also zu spezifischen Varianten kommen wir gleich, diesen Bauern nach C3 zu stellen, den Springer nach D2 und dann bei Bedarf das Zentrum zu besetzen mit Bauern nach D4. Wonach, ja, Weiß auch hier erdrückenden Vorteil hat. Ihr seht, Steve Balken sagt, Drops gelutscht. Gut, was könnte Schwarz tun? Schwarz könnte auf Trick spielen hier mit Springer nach G4. Diesen Morgen gleich angreifen. Ich glaube, das ist nicht Stafford, in Anführungszeichen Mainline. Ist auch nicht schwer zu parieren. Also es ist kein wirklicher Trick. Deshalb glaube ich nicht, dass die Leute es machen. Wir würden schlagen. Liegt ja nahe. Das Feld ist ja zweimal kontrolliert. Dame und Läufer. Schwarz würde Dame nach H4 spielen. Doppelangriff auf die beiden. Aber
Was macht Weiß jetzt der Einfachheit halber und verdirbt damit Schwarz gleich ein bisschen den Spaß? Es gibt gleich verschiedene vernünftige Züge, aber ich habe extra der Einfachheit halber gesagt, weil Weiß ja enormen Vorteil hat mit dem Bauern mehr und der Zentrumskontrolle ist es ja im weißen Sinne, die Damen hier zu tauschen. Und da ist der simpelste Weg, das zu machen, Bauer nach G3 zu spielen. Das pariert dieses Schachmatt und zwingt Schwarz hier mit der Dame zu schlagen. Dame schlägt. Jetzt kann man einfach die Damen tauschen. Dame schlägt. Läufer schlägt. Läufer nach E3. Und Steve Balken sagt, plus zwei, also zwei Bauern mehr für Weiß. Schwarz hat zwar das Läuferpaar, aber Weiß kontrolliert das Zentrum und entwickelt sich jetzt schnell. Das ist eine relativ hoffnungslose Stellung für Schwarz tatsächlich. Läufer geht raus, gegen den Abtausch haben wir nichts. Ansonsten, wenn er irgendwie weggeht, können wir den Springer rausziehen. Wir können auch erstmal diesen Läufer hier verjagen. Also ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Endspiel für Schwarz. Deshalb glaube ich, Springer nach G4 auch nicht. Stafford-Theorie. YDTV, ich habe leider keine Ahnung bei deinem Registrierproblem. Ich hoffe, das kriegst du gelöst. Ich drücke dir die Daumen. Laufen nach E2. Ich glaube, der Hauptzug hier ist Bauer nach H5. In der Hoffnung, dass Weiß rochiert, um dann Springer nach G4 zu spielen. Das ist ein relativ typisches Muster. Springer kommt, unterstützt von den Bauern und wenn er geschlagen wird, schlägt der Bauer zurück und Schwarz hat Angriffschancen. Auch hier steht Weiß gleich noch besser nach Läufer F4. Aber sowas will man schon nicht wirklich haben. Deshalb machen wir was nach Bauer nach H5. Ich habe es eben eigentlich schon erzählt. Bau nach C3, genau, macht man nichts falsch. Öffnet immer die Option, diesen Läufer zu blocken mit Bau nach D4. Und tatsächlich gibt es nicht viel mehr zu wissen. Next Order of Business wäre, den Springer rüberzubringen, Springer nach D2, da wahrscheinlich D4 zu spielen und dann mal zu gucken. Das Einzige hier ist, dass wir nicht zu früh rochieren sollten. Wo H5 ja aber auch schon eigentlich darauf hinweist, dass Schwarz hofft, dass wir mit dem König hier hinkommen. Das machen wir halt nicht. Wenn dieser Bauer weiter vorzieht, so ganz grundsätzlich gesprochen, ist meistens eine gute Idee, ihn einmal zu stoppen mit Bauer nach H3, dass er nicht weiter vor kann. Also hier stoppt man ihn gerne. Ich vermute, was Schwarzspieler machen würden, dann wäre so Dame nach E7, Läufer irgendwie raus und versuchen lang zu rochieren. Weiß bleibt halt bei dem Plan. Springer raus, Schwarz vermute ich. Oder irgendwie sowas machen. Jetzt können wir zum Beispiel oder auch genau diesen Springer hier überführen. Hier steht er super. Lange Rochade. Das hier ist nicht mehr prüfungsrelevant. Aber nur, dass ihr eine Idee kriegt. Gehen wir mit der Dame noch aus dieser Linie. Also man muss mit Weiß immer so zwei, drei Züge hier Geduld haben. Aber wenn man das geschafft hat, dann wird man eben mit Gewinnstellung dafür belohnt. Hier, jetzt hat sich der schwarze Sturm eigentlich verzogen nach Bau nach H4. Können wir wieder H3 spielen in aller Ruhe. Wenn Springer nach G4 geht, um hier anzugreifen, dann spielen wir jetzt halt D4. Und ja, es ist vorbei. Oder was heißt vorbei? Ist natürlich noch nicht vorbei. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, hier, ich habe meine zwei Tricks am Anfang. Und so eine Stellung auf meinem Niveau ist noch nicht entschieden. Das Problem ist nicht so sehr, dass diese Stellungen hoffnungslos sind auf whatever Niveau man hat, sondern eher, dass wenn man sowas jede Partie spielt, dass man damit halt auch die eigenen Chancen auf sich verbessern relativ klein hält, weil man halt nichts Neues lernt über Schachstrukturen, dies, das, jenes. Ronny Berger fragt, was mit der Fesselung Läufer nach G5?
Will ich hier nicht sehen von Weiß. In all diesen Varianten, ich will nicht, dass ihr Läufer nach G5 spielt. Hier, wir halten erstmal die Figuren zurück und klären die Lage im Zentrum. Das hier ist, glaube ich, auch ein weiterer der berühmten Stafford-Tricks. Also Läufer nach G5 eh selten Priorität in solchen Stellungen. Wir wollen... Ich will nicht, dass ihr mit dem Läufer hier anfangt. Quatsch zu machen. Und hier, der Trick ist Springer schlägt E4. Wunderschön. Läufer schlägt D8. Läufer schlägt F2. König E2. Läufer G4. Schachmatt. Also selbst wenn es hin und wieder funktionieren kann, es muss natürlich nicht immer dieser Trick sein, spielt man Schwarz damit sehr in die Karten, wenn wir uns hier nicht kümmern um Verteidigung dieses Bauern. Sondern so Läufer nach G5, so früh alleine den Läufer raus, selten eine gute Idee. Sehr selten eine gute Idee. Und ich bin sicher, dazu gibt es ganz tolle YouTube-Videos. Ich weiß nicht, wie viele tolle YouTube-Videos es zu der Stellung nach Läufer nach E2, Bauer nach H5 und Bauer nach C3 gibt. Hier so. Wird das noch empfohlen? G3, Dame nach F6, Läufer nach F3. Wann gehen wir auf? Irgendwann wird es schwer. Irgendwann wird es schwer. Aber Bauer nach D3, objektiv, vielleicht sogar der beste Zug, erlaubt Schwarz halt, seinen Kram zu machen, wenn ihr hier wisst, dass wir nicht früh rochieren wollen, C3 spielen und auf so Springer G4 Überfälle, dann Bauer nach D4 spielen. Dann sind wir immer noch ziemlich auf der sicheren Seite. Kommen wir zum nächsten Zug. Triple Evil fragt, kann der Computer mit Stafford gewinnen? Gegen wen? Gegen sich selber würde ein Computer hier mit Weiß, ich denke, annähernd 100% scoren. Ansonsten, ja, Computer sind Menschen so überlegen, dass nicht klar. Also ich weiß auch nicht, aber das ist halt immer eine etwas müßige Diskussion. Ich weiß nicht. Also wäre vielleicht eine interessante Wette, so Jordan hat es mal gemacht, Jordan van Forest. Ich glaube, ein 10-Partien-Match gegen Stockfish. Ich weiß die Details nicht mehr ganz genau, aber irgendwie sowas, wo Schwarz immer zwei Bauern fehlten, also F-Bauer und C-Bauer. Und Jordan musste eine davon gewinnen, was schon die Kräfteverhältnisse zeigt. Jordan hat 2-7 und ist Weig an See Sieger. Also es ist ja ähnliches Kräfteverhältnis, was man hier im Stafford hat. Das heißt, vielleicht können wir Jordan dafür gewinnen mal. Aber wäre ja auch ein merkwürdiges Argument, wenn das ein Pro-Stafford-Argument ist, dass natürlich ein 3500-Spieler einem 2600-Spieler überlegen ist, auch in einer schlechten Stellung. Also mich interessieren diese Duelle gegen Computer nicht so, weil sie sehr frustrierend sind. Ich glaube, ein Computer würde halt nie auf die Tricks spielen, sondern würde eben die objektiv besten Züge versuchen zu machen. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Erfahrungsgemäß, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist es sehr schwer, einen Computer in so einer Stellung zu schlagen, weil du ihn halt irgendwie fertig machen musst, selbst wenn wir uns stabilisieren. Er exponiert sich ja nicht weiter. Aber so eine Stellung zu verlieren, ist auch schwer. Oder was heißt schwer? Ich wäre bestimmt dazu in der Lage, weil Computer normalerweise, wenn er nicht komisch eingestellt ist, natürlich happy ist, weil er sieht, dass er zwei Bauerneinheiten hinten ist, irgendwie Züge zu wiederholen und in jeder Situation versucht, sich ins Remis zu retten. Jordan hat jedenfalls eine der Partien gewonnen, aber war nicht leicht. Also in diesen zwei Bauern mehr Situationen, was ja, wie gesagt, vergleichbar ist. Paul Massey sagt, Stafford ist ein Computer, schauen, ob er widerlegt. Ja, das ist ja völlig klar. Das Stockfish gegen sich selber hier 100% holt mit Weiß, ist, glaube ich, keinerlei Frage. Günter Gonzalez, vielen Dank für die 500 Bits. So, kommen wir zum nächsten Zug. Ich weiß nicht genau, also ich glaube, meine Präferenz wäre wahrscheinlich Bauer nach E5, weil es die Lage ein bisschen schneller klärt. Aber Bauer nach D3, solange wir bei diesem Plan bleiben, Läufer nach E2, Springer nach D2, Bauer nach C3. Und dann mal gucken, nicht zu früh rochieren, ist auch nichts falsch dran. Springer nach C3 ist offensichtlich auch nichts falsch dran. Sein weiterer Weg, diesen Bauern
zu verteidigen. Und Schwarz zu fragen, was hast du eigentlich vor? Hat den Vorteil, dass wir den Bauern eventuell noch in einem Zug nach D4 stellen können. Den Nachteil, dass, wie gesagt, der Springer auf C3 natürlich nicht erlaubt. Dass wir Bauern nach C3 gefolgt vom Bauern nach D4 spielen können. Objektiv bleibt auch hier Weiß deutlich, deutlich im Vorteil. Ich vermute, der Zug den Schwarzspieler versuchen, ist Läufer nach C5 hier. Wieder mit der üblichen Idee, Springer nach G4. Und hier hat Weiß jetzt den Nachteil, dass er diesen Läufer nicht so leicht ausblocken kann mit Bauer nach C3 und späterem D4. Und deshalb muss Weiß jetzt ein weiteres Tempo investieren, um Springer nach G4 zu parieren. Louis Work sagt, ich habe bisher nur gelernt, mit Weiß Springer C3 und H3 zu spielen. Soll gegen alle Tricks reichen. Ja, das ist, glaube ich, korrekt. Jetzt Bauer nach H3, einfach dieses Feld G4 unter Kontrolle nehmen. Und ich glaube nicht, dass Schwarz hier besonders viele gemeine Ideen hat. Was wir hier mit Weiß nun wissen müssen, wenn ich mich recht entsinne, diese Stellung stand in der legendären Zugzwangpartie Stefan Tietze gegen Gunnar Krupp zur Diskussion, dass Weiß auch hier erstmal jetzt relativ zurückhaltend spielen sollte. Er kommt nicht sofort zu Bauer nach D4, sondern man stellt sich erstmal hier ruhiger hin. So Bauer nach D3, Bauer nach G3, Läufer nach G2, vielleicht Dame nach E2, Läufer nach E3. Und langsam aber sicher macht sich dann der weiße Mehrbauer bemerkbar. Dame nach D4 ist hier ein Weg, einzügig matt zu drohen. Aber Weiß kann eigentlich nicht wirklich fehlgreifen, solange er es pariert. Dame nach F3 oder Dame nach E2. Weiß bleibt entscheidend vor. Ich weiß nicht, wie ihr typisches Spiel weitergehen könnte. Nach Bauer nach H3 ist, glaube ich, dieses H5 noch ein bisschen sinnloser, weil das Feld halt nicht kontrolliert wird und halt der Bauer auch kein Potenzial hat, weiter vorzulaufen. So wahrscheinlich würde Schwarz eben versuchen, ein paar Figuren zu entwickeln, so Läufer nach E6 oder kurz Rochade. Tippen eher so Läufer E6, Dame E7 und lange Rochade. Und Weiß stellt sich halt jetzt relativ ruhig hin, Bauer nach D3. Zum Beispiel so, Bauer nach G3, vielleicht lange Rochade. Läufer nach G2, hier im Moment drohen erstmal keine Tricks. Und ja, keine Ahnung, was Schwarz macht, Bauer nach H5. Dame aus dem Weg, dann Läufer E3. Und wir haben halt einfach einen sehr, sehr stabilen Bauern mehr. Entscheiden uns dann, in welche Richtung wir rochieren. Das glaube ich tatsächlich so, wenn es um gegnerische Trickminimierung geht, vielleicht der einfachste Weg zu spielen. Springer nach C3, Läufer kommt raus und Bauer nach H3, kontrolliertes Feld G4. Nachteil ist, dadurch, dass Springer auf C3 halt ein bisschen komisch steht für diese C3-D4-Pläne, dass wir erstmal ein bisschen geduldig spielen müssen. Aber wenn man sich merkt, Springer nach C3, Bauer nach H3, dann Bauer nach D3, G3, Läufer G2, Dame E2, kommt man hier relativ unbeschadet mit deutlichem, deutlichem Vorteil aus der Eröffnung. So, das war Variante 3. Ich würde es nicht als Hauptvariante machen, weil es ja, mich ästhetisch einfach nicht anlacht, Springer nach C3. Aber wie gesagt, solange ihr euch einen Zug hier merkt, Bauer nach H3, behaltet hier auch sehr, sehr großen Vorteil. Und es ist, glaube ich, weniger zu merken als bei Bauer nach E5 oder Bauer nach D3. Kommen wir zu Variante 4. Chat, hier müssen wir unsere eigenen Regeln brechen. Das ist das Gemeine am Schach. Manchmal muss man gegen die heiß geliebten Faustregeln verstoßen. Oder muss man nicht? Wir haben schon drei Varianten gelernt, bei denen man es nicht muss. Aber auch nach Bauer nach F3 bleibt Weiß entscheidend im Vorteil. Bauer nach F3 verstößt gegen alles, was wir gelernt haben. Schwächt den eigenen König, zeigt aber die Überlegenheit
der weißen Stellung. Denn Weiß ist hier, Bauer nach F3 ist sehr maximalistisch. Weiß sagt, ich möchte das Zentrum besetzen mit Bauer nach C3 und Bauer nach D4 oder sofort Bauer nach D4. Und dann muss ich halt das Zugeständnis machen, den Bauern anders zu verteidigen. D3 ist nicht ideal und Springer nach C3 ist nicht ideal für die Zwecke. Also Bauer nach F3. Und tatsächlich, es funktioniert. Weiß behält hier sehr, sehr deutlich den Vorteil. Wenn Läufer nach C5 kommt, spielen wir jetzt was? D4 ist noch kontrolliert, deshalb spielen wir erst Bauer nach C3, genau. Im nächsten Zug Bauer nach D4 und das hier wäre der maximalistische Ansatz. Einfach eisenhart das Zentrum schnappen. Kommen wir zu potenziellen Tricks. Frage 1. Springer schlägt E4. Ist manchmal ein Thema, gerade mit vertauschten Farben, um hier ein Schach geben zu können. Was passiert? Und ich möchte keine schlaue Lösung, ich möchte die simple Lösung. Obwohl, es funktionieren beide. Mir ist egal, welche Lösung ihr sagt. Dame E2 ist die schlaue Lösung. Die funktioniert. Fesselt den Springer. Und jetzt auf Dame H4 Schach. Können wir Bauer nach G3 spielen. Springer ist gefesselt. Weiß gewinnt. Die simple Lösung ist schlagen. Der Trick ist natürlich nach Dame H4 Schach G3. Dieser Doppelangriff tut uns diesmal nicht besonders viel weh. Weil wir die Gegenfesselung haben. Turm kann nicht geschlagen werden. Wir tauschen die Damen und Weiß gewinnt. Ich vermute den Zug, ich weiß nicht, was die Stafford-Theorie empfiehlt, aber ich vermute den Zug, den Leute versuchen würden. Wir springen nach H5, was auch sehr, sehr logisch ist, um hier einen Schach zu geben und ein bisschen rumzunerven. Das stimmt, die simple Lösung war auch relativ schlau. Vielleicht ist Dame E2 sogar die simple Lösung und die andere Lösung die schlaue Lösung. Ich weiß es nicht genau. Ja, dieser Trick funktioniert in anderen Versionen mit vertauschten Farben, so zum Beispiel Bauer E4, Bauer E5, Springer F3, Bauer F6. Hier funktioniert es. Springer schlägt E5, weil nach F schlägt E, Dame H5. Hier, Weiß ein Bauern auf E4 hat. Weiß hat ja nicht, der sich den Bauern schlagen lassen bei ihm. Zack. Sorry, kleiner Exkurs. Zurück zu unserem Thema. Bauern F3, Springer H5, der aggressivste Zug. Plant hier einen Damenschach zu geben und diese Schwächung der schwarzen Felder, die ja real ist durch Bauer F3, auszunutzen. Ich glaube, weiß ja die Wahl zwischen Dame raus, was aber ein bisschen komisch aussieht, und Bauer nach G3. Ich würde wahrscheinlich Bauer nach G3 spielen, einfach um Dame nach H4 zu verhindern. Jetzt als nächstes wollen wir wieder irgendwie das Zentrum besetzen. Ich vermute, Schwarz würde hier anfangen, Stress zu machen mit Bauer nach F5. Wir schnappen uns das Zentrum. Schwarz würde hier weiter versuchen zu nerven, um diesen Bauern vorzulocken, dann einen Schach zu geben. Jetzt muss Weiß einen starken Zug machen. Dann sind wir schon relativ durch. König F2 ist so hart. Nee, nicht mit dem König auf Abenteuer. Okay. Aber man muss ja einen komischen Zug machen, das gebe ich zu. Wir müssen den Bauern verteidigen. Und wir wollen es nicht mit dem König machen. Also machen wir es mit dem Turm. Korrekt. Turm nach G1. Und mal wieder. Ihr seht, Bodo Balken ist mit der Gesamtsituation zufrieden. Sitzt Weiß am längeren Hebel wegen Zentrumskontrolle. Zack. Kann hier jetzt auf Nachstellung laufen, hat D6 mit E5 reagieren. Ansonsten
ziehen wir halt irgendwie die Figuren raus. Und setzen es. Früher oder später durch. F3 ist schon eine harte Maßnahme, aber ist auch sehr maximalistisch, weil wir halt versuchen, das Zentrum ganz für uns einzunehmen und dafür bereits in diese Schwächung kurzfristig in Kauf zu nehmen. Es weiß behält danach entscheidenden Vorteil. Ich würde es nicht machen. Wir könnten noch mehr Möglichkeiten diesen Bauern zu verteidigen. Ich vermute auch nach Dame E2 behält Weiß sehr, sehr deutlichen Vorteil durchgehen. Aber wir wollten ja nur 5 und eine Alternative zu Speerschlicht C6 wollte ich wenigstens noch anbieten. Für Leute, die sagen, ja, ich verstehe, weiß schon besser. Aber trotzdem, hier, das sieht ja alles ein bisschen bedrohlich aus. Gibt es denn nichts, wo wir den Bauern zurückgeben oder ruhiger spielen und trotzdem Vorteil behalten? Die haben wir zum Glück doch. Trotzdem, wir machen hier nochmal kurze Zusammenfassung. Das berühmte Stafford Gambit, Spanier F6, Weiß schlägt. Hier eine Möglichkeit zu verhindern, natürlich ist auch Bauer nach D4 zu spielen, haben wir in der letzten Showbanne. Sprecher E5, Spanier nach C6. Wir schlagen, der D-Bauer schlägt zurück. Und wir haben vier Varianten angeguckt, die alle weißer Vorteil sind. Bauer nach E5, Bauer nach D3, Spanier nach C3 oder Bauer nach F3. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe Sympathie für den Zug Bauer nach E5. Ist nicht der objektiv beste Zug, weil nach Spanier nach D5 Schwarz nicht so hoffnungslos steht, aber es führt zu anderen Stellungen als die Standardtricks. Und wenn wir uns merken, hier nach Springer nach E4, Bau nach D4 oder auf alles Bau nach D4 und nach Dame nach H4 verteidigen wir uns so, dann kann da, glaube ich, nicht viel anbrennen. Die Alternative, die wir heute neu gelernt haben, ist Springer nach G4, auch Bau nach D4, Dame nach H4. Hier spielen wir jetzt nicht Dame nach F3, weil dann dieser Bauer geschlagen werden kann mit Angriff auf die Dame. Sondern hier spielen wir Bauer nach G3. Das müssen wir wissen. Die andere Alternative, wenn man nicht viel Stress haben will und schnell eine überlegene Stellung kriegen kann, ist Springer nach C3, Läufer nach C5 und Bauer nach H3. Gefällt mir ästhetisch nicht so, aber minimiert wieder schwarze Möglichkeiten. Bauer nach H3. Als nächstes wollen wir Bauer nach D3, Bauer nach G3, Läufer nach G2, Dame nach E2, Läufer nach E3. Und dann rochieren wir in irgendeine Richtung. Das weiße Setup ist zu solide, als dass Schwarz dem hier irgendwas antun kann. Es gibt ja auch andere Züge, keine Ahnung, Dame nach E2 ist bestimmt auch alles deutlicher weißer Vorteil. Ich behaupte nicht, dass es hier exklusiv ist. Die weißen Züge, dazu ist die weiße Stellung auch zu gut. Aber dieser Aufbau fehlt schon sehr naheliegend. H3, D3, G3. Man stellt sich ein bisschen leguanisch hin, aber wird dann später dafür belohnt. D3 und F3 haben wir auch gecovert, führen auch beide zu deutlichem, deutlichem Vorteil. Kommen wir jetzt zu einer Alternative, wenn ihr sagt, ne, ich will hier auf keinen Fall Schwarz diese Linien öffnen und ihn seine YouTube-Knowledge zeigen lassen, dann können wir auch was machen, Chat. Bau nach D4, genau. Wir verteidigen den Springer. Und auch danach hat Schwarz sehr, sehr ernste Probleme. Also auch objektiver Natur. Was mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Gut, ich habe mich jetzt nicht ewig mit dieser Stellung beschäftigt. Aber ich dachte, dass Schwarz hier, wenn er den Bauern zurückkriegen kann, vielleicht ausgleichen kann. Aber kann er tatsächlich nicht. Was wir nicht machen sollten, haben wir am Anfang schon behandelt, ist Springer nach F3 zu spielen. Weil jetzt nach Springer schlägt E4 löst Schwarz echt den Großteil seiner Probleme. Und Rückzug ist ja auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Ich glaube, Huyi Fan hat das gemacht in ihrer Partie gegen Stafford. Also das ist wirklich der eine Zug, den man ja nicht spielen sollte. Spielen nach 3. Nach D4 stellt immer noch sehr, sehr große Probleme. Fangen wir mit der naheliegenden Frage an. Was passiert nach Springer schlägt E4? Chat, ein Thema, das ihr vielleicht schon kennt aus dem letzten Video. Oder einfach wie ihr Schachskills lösen könnt. Dame nach E2, sehr gut, Chat. Und Schwarz ist schon wieder in Bedrängnis. Wer Springer wegzieht, das kennen wir, gewinnen wir mit Springer schlägt C6, Abzugsschach. Wenn der Springer hier schlägt, schlagen wir hier und der arme Springer ist gefesselt. Wir werden also einen Springer mehr behalten am Ende. Eine Endabrechnung. Kann man nicht machen.
Also Weiß gewinnt. Bau nach D5. Wie gewinnen wir jetzt? Er springt zu 6, genau. Ich lese viel F3. Hier noch nicht F3. Dieser Springer kann den Bauern schlagen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Würde hier die Dame angreifen und auf einmal hätten wir Ärger. Deshalb müssen wir erst den Springer beseitigen. Springer schlägt C6, B schlägt C. Und dadurch ja auch diese wahre Festung herstellen und jetzt F3 spielen. Dadurch, dass der Kollege gefesselt ist, müssen wir uns auch keine Sorgen machen hier um irgendwie Springer schlägt G3 Geschichten. Denn sie wären nicht erlaubt. König würde geschlagen werden. Also Bau nach D4. Schwarz darf nicht hier schlagen wegen Dame nach E2. Was Schwarz machen kann, ist erst die Springer zu tauschen und dann hier zu schlagen. Denn jetzt steht schon ein weißer Bau auf dieser E-Linie, das heißt, der Springer kann nicht mehr gefesselt werden und geht deshalb nicht sofort verloren. Und tatsächlich ist jetzt das Material gleich. Die gute Neuigkeit aus weißer Sicht ist eigentlich, dass Weiß hier wieder eine sehr, sehr überlegene Stellung kriegen kann. Mit gutem Spiel. Bei gleichem Material. Was ja vielleicht psychologisch für den einen oder anderen, manchmal sogar mich eingeschlossen, ist, leichter ist, als einen Bauern mehr zu haben. Wenn man sagt, hier, ne, ich will gleiche Bauern, ich will Druck machen. Das kann man hier machen. Mit. Ne, das frage ich nicht ab. Der Zug ist ein bisschen merkwürdig. Der Zug ist wieder Dame nach E2. Man kann sich so merken, wir machen eigentlich gegen alles irgendwie Dame E2. Greifen diesen Springer an. Sieht allerdings etwas komisch aus auf den ersten Blick. Sperrt ja unseren eigenen Läufer ein. Also ein normalerer Zug, der es auch nicht schlecht wäre, wäre so Läufer nach C4 oder so. Aber Dame nach E2 ist tatsächlich der gemeinste Zug. Zwingt den Springer nämlich weiter durch die Gegend zu wandeln. Man kann jetzt nicht unterstützen, weil nach D5 E schlägt D6 hat er wieder das klassische Fesselpech. Sieht aus, als wäre es illegal, aber en passant. Und eine Sache, die häufig sehr schwer zu visualisieren sind im Schach. Wenn so ein en passant kommt und ein Bauer verschwindet von der Linie durch en passant, es ist sehr, sehr irritiert. Deshalb geht Bauer nach D5 nicht. Der Springer muss irgendwie durch die Gegend ziehen. Aber jetzt entwickelt sich Weiß einfach schnell. Springer nach C3 und der Plan ist Läufer nach E3, gefolgt von langer Rochade. Und komischerweise hat Weiß hier fast entscheidenden Vorteil. Bisschen überraschend. Aber so ist es. Sagen wir so, 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 so. Die schwarze Stellung ist fast unspielbar, weil er seine Figur nicht wirklich rauskriegt. Hier braucht noch D6, geht wieder nicht. Wegen Fesselpech. Wenn der Springer irgendwie weggeht, können wir weiter jagen mit F4. Also die Stellung ist ziemlich fürchterlich für Schwarz. Nach dem naheliegenden Springer schlägt E5 und Springer schlägt E4. Der beste Zug wieder Dame E2. Bisschen Wehr, gebe ich zu. Kommen wir jetzt zur besten Schwarzmöglichkeit in dieser Stellung. Auch nach der besten Möglichkeit wählt Schwarz eine deutlich schlechtere Stellung. Aber was wäre der objektiv beste Zug? Was meint ihr? Dame nach E7 ist korrekt. Dame nach E7 gewinnt den Bauern zurück in nicht so schlechter Version wie die, die wir eben gesehen haben. Der Springer ist angegriffen. Wenn er hier schlagen würde, dann könnte die Dame mit Schach sich diesen Bauern schnappen. Aber wenn wir Bauern nach D4 spielen, ist unsere Ambition ja auch nicht unbedingt, den Bauern mehr zu behalten, sondern schnell zu entwickeln und eine überlegene Stellung zu kriegen. Das können wir auch hier tun. Der einfachste Weg, das zu machen, ist, jetzt diesen Springer rauszuziehen. Zu sagen, hier, schlag du ruhig, kriegst deinen Bauern zurück, ich entwickle mich so lange und übernehme das Zentrum, während du mit deiner Dame da
durch die Gegend läufst. Schwarz hat nichts Besseres als hier zu schlagen. Schlägt, schlägt. Bauer nach F4. Die Dame geht irgendwo hin. Keine Ahnung. A5, E6. Alles nicht toll. Und Weißspielläufer nach D3. Wieder mit relativ großem Vorteil. Wegen der Zentrumskontrolle. Also naheliegend wäre zum Beispiel Läufer nach C5. Vielleicht kurz Rochade zu verhindern. Das Spiel weiß Dame nach E2. Als nächstes Läufer nach E3. Strebt die lange Rochade an. Und weil Weiß das Zentrum besetzt hat und Schwarz Zeit verloren hat, beim Bauern zurückzugewinnen, der Weiß hier ziemlich, ziemlich ernsten Vorteil. Ihr seht es am Balken. Plus anderthalb oder so. Also alles keine schöne Stellung. Das ist die Version, wenn man sagt, ich möchte Schwarz keine Linie öffnen, ich möchte nicht, dass Schwarz irgendwelchen Spaß hat, aber ich möchte trotzdem gerne deutlichen Vorteil haben. Der Bauer mehr ist mir nicht so wichtig. Dann Widerlegung Nummer 5, Bauer nach D4. Tatsächlich, ja, führt auch zu sehr, sehr ernstem Vorteil. Bisschen überraschend. Der Schlüssel gegen alles, Dame nach E2, nach Sprecher schlägt E4, spielen wir Dame E2. Und nach Sprecher schlägt E5, D schlägt E, Sprecher E4, spielen wir auch Dame E2. Beste Schwarzzug ist Dame nach E7. Dann gehen wir den Bauern zurück. Wir wickeln uns hier. F4 muss auch nicht sein, weiß, könnte auch gleich laufen. D3 spielen, aber F4 gefällt mir. Die Dame gleich durch die Gegend scheuchen. Dame geht irgendwo hin. Dann laufen nach D3. Und auch hier wieder. Dame E2. Auf E3. Weiß hat. Sehr, sehr guten Vorteil. Nadine sagt, ich nehme mit. Es ist fast jeder Zug gegen Stafford. Gut, außer Springer zurück. Ja, trotzdem sollte man sich für einen entscheiden. Es ist ja eine Realität, auch wenn die Eröffnung, wie gesagt, aus diversen Möglichkeiten, aus diversen Gründen schlecht ist. Ist sie ja sehr, sehr populär. Gerade in deutschen Streamer-Kreisen. Daher macht es Sinn, eine der Optionen zu kennen. Ich habe Sympathie für dieses Bau nach D4, auch wenn es objektiv nicht am besten ist. Einfach um zu sagen, ne, ich öffne hier keine Linien. Ich mache selber sofort Druck. Und ansonsten, die anderen haben wir behandelt. Sprenger schlägt C6, D schlägt C. Sprenger nach C3 und H3, vielleicht der faulste Weg, in Anführungszeichen, eine Gewinnstellung zu behalten. E5, um ein bisschen die Platte zu ändern, auch gut. Das war eine Stunde. Das war die heutige Version unserer Schachschule Sonderfolge zum Stafford Gambit. Nächstes Mal machen wir wieder eine vernünftige Eröffnung. Smücke sagt, das Argument in so Stafford Videos ist ja, dass Weiß sehr präzise spielen muss. Ja, würde ich auch in manchen Varianten nicht leugnen. Aber deshalb hier habe ich ja die letzte Variante euch noch gezeigt. Bau nach D4. Da will ich sehen, wo Weiß präziser spielen muss als Schwarz. Bau nach D4 ist ja relativ einfacher Weg, das zu killen. Morfler sagt, ich denke mal, Sperr C3, H3 probieren. Ja, auch da würde ich behaupten, dass Weiß nicht unglaublich präzise sein muss. Springer nach C3, Bauer nach H3. Hier können wir uns sogar echt ziemlich schematisch merken. Wir spielen D3, G3, Läufer G2, Dame E2, dann wahrscheinlich Läufer E3. Dann gucken wir, zu welcher Richtung wir rochieren. Wir haben das Zentrum, brauchen mehr. Was soll passieren?